Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind weiterhin fleißig am Jagdaufträge ausführen, haben schon die letzten beiden Folgen sehr erfolgreich gegen sehr mächtige Feinde gekämpft. Letzte Folge mit ein bisschen Sucharbeit, aber letzten Endes doch belohnt worden mit dem Bosskampf gegen die Go-Chimera. Ziemlich starkes Monster, das war der dreiköpfige Schrecken, so sagt man. Und wir schauen jetzt mal in die Jagdliste hinein. Es gibt noch ein, zwei sehr interessante S-Monster. Go-Chimera war ja eins davon. Wir können auch mal die Briefe hier lesen von den jetzt im Nachhinein ja bekannt gewordenen Monstern. Da gab es zum einen auch den Thanatos, von dem wir ja noch nicht mal den Brief offengelegt hatten. Der Text war quasi, der war recht kryptisch und das Feindesbild war auch noch nicht abgebildet. Genau, Reisende auf dem güldenen Pfad erzählen sich Geschichten von einem kristallenen Giganten, der auf einsamen Pfaden lauert. Die düsteren Schluchten soll er mit dem unverwechselbaren blauen Schimmer von Äther erfüllen und sie dann mit dem Blut seiner Opfer färben. Falls unsere Vermutungen korrekt sind, ausgeschaltet werden, Kreatur Ultimas handelt. Genau, und ich glaube auch, dass man mit diesen Tipps hier, mit dem unverwechselbaren blauen Ätherschimmer, hätten wir es auch ein bisschen leichter gehabt, den zu finden, wenn wir so schlau gewesen wären, diese Hilfe zu nutzen, was ich nicht gemacht habe. Dann gibt es noch den Blutmond, unbekanntes Monster, aber mit Rang A. Go-Chimera haben wir besiegt, das war der dreiköpfige Schrecken, genau. So, und jetzt haben wir das Problem, dass hier gar kein weiteres S-Monster abgebildet ist. Ne? Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Es gibt noch mehrere A-Monster. Es gibt den Bigul, den Agni. Schwarzer Mann ist Rang B. Tja. Es gibt ja nicht nur interessante S-Monster auf dieser Liste. Die Zutatenlisten von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, unter anderem ja dieser Ouroboros-Gürtel, den wir auch noch haben wollen, der braucht eine Meteorfeder. Und schaut mal, was dieser Jagdauftrag hier zu bieten hat. Ein Kampf gegen einen Chocobo, der sich der paradiesischer Meteor nennt. Jäger von Tabor berichten von einem wilden Chocobo, der nicht nur die umliegende Wildnis, sondern auch ihre nächtlichen Träume unsicher macht. Ist das Tier von einer Bösartigkeit, wie man sie sonst nur selten kennt. Denn es hat bereits ein gutes Dutzend ihrer Kameraden nicht mehr zu zähmen, muss unschädlich gemacht werden. Bei der Sichel, das ist natürlich cool, dass dann da wenigstens mal der Auftragsort dabei steht. Guck mal, selbst jetzt, wo wir die Go-Chimera besiegt haben, steht da unten kein Auftragsort dabei. Ist auch interessant. Schatten des Titans. Thanatos hätten wir tatsächlich mit dieser Beschreibung finden können. Der Topf, Eistler, die Senke, Harfkar, auf Valut, Murmel des Moor haben wir besiegt. Kielbrück, Sandbreck, Schwarzer Mann. Naja, das ist wieder so ein Humanoider. Wir können hier fast alles ohne Probleme finden mit der entsprechenden Wegbeschreibung. Weitere S-Monster gibt es nicht. So, das heißt, die von Bobby genannten Monster herrenlose Streuner, den haben wir noch nicht freigeschaltet, möglicherweise. Kann das ist? Oder ist es doch ein A-Monster? Vielleicht der hier. Wir wissen es nicht. Wir stehen hier vor einem Rätsel. Swarok war mega krass. Das Rudel. Lasst uns doch mal in Tabor. Da gibt es zumindest dieses Rudel hier und vor allem hier den Meteor. Beides in Dalmekia. Ich würde sagen, das können wir mal machen. Ja? Auch wenn wir jetzt keinen Zugriff auf weitere S-Monster haben, ist halt so. Vorerst. So, was ich euch auch noch zeigen wollte, hier im Lager, Versteck, ist mir aufgefallen, Byron steht hier rum.
Wusstest du eigentlich, dass ich es war, der seine Hoheit überredet hat, euch in Stonhyr zu helfen? Na schön, vielleicht hatte er sich das auch schon selbst vorgenommen. Aber ich habe ihm gesagt, wo er euch finden kann. Ja. Sehr cool. Also unser Onkel ist auch hier im Versteck. Hier sind unsere Leute. Ursprung hat er ihn genannt. Aber der Ursprung wovon? Joshua und Torgal sitzen hier. Und wer auch hier ist, bisschen versteckt, ist Dion, Leute. Ich habe so vielen Unrecht angetan. Oh ja. So viele Leben zerstört. Ich habe keine Rettung verdient. Und doch habt ihr mich gerettet. Ihr und euer Bruder. Ja, sicher. Auch euer Onkel hat mir meine Sünden verziehen, gab mir Hoffnung auf Vergebung. Familien wie eure sind selten, Ifrit. Haltet sie in Ehren. Übrigens, ich habe diese Folge mal vor, mein Porträt von der Facecam auf die andere Seite zu schieben. Ich habe rausgefunden, ich kann es über QuickTime um 180 Grad spiegeln und dann kann ich es mal in die andere Ecke setzen. Sieht vielleicht auch gar nicht so verkehrt aus. Ich will es mal ausprobieren. Nur, dass du Bescheid wisst, heute ändert sich schon wieder was an meinem Greenscreen-Setup. So, was ich auch noch rausgefunden habe, man kann ja hier auf die Weltkarte gehen. Genau, man ist jetzt schon auf der Weltkarte. Und ich habe doch immer mal das Problem, dass ich gerne, bevor ich in so ein Gebiet reise, wissen möchte, wie es da aussieht. Hab mich immer gefragt, wie wir das machen können. Wenn wir zum Beispiel nach Tabor wollen. Wo ist Tabor? Ne? Okay, Tabor ist jetzt auch rein zufällig hier auf der Weltkarte groß und prominent vertreten. Aber wie sieht die Umgebung dort aus? Dachte ich ja immer, dass man das erst dann sieht, wenn man im Gebiet ist und dann auf die Map geht. Nein, man kann natürlich hier mit Touchpad einfach die komplette Map aufrufen. Und irgendwie habe ich das vergessen, die letzten zig Folgen. Oh, ich muss niesen, sorry. Gute Mute-Taste direkt am Mikrofon, auch sehr praktisch. Danke dafür, Schuhe. Ja, jedenfalls, genau, wir müssen nicht in die Gegend reisen, um uns einen Überblick zu verschaffen. Das wollte ich damit nur sagen. Tabor. Hier ist die Sichel. Hier gibt es den Meteorvogel. Und bei Tabor soll es diesen Goblin geben. Ich würde sagen, das sind unsere nächsten Ziele. Lasst uns die Sichel mal zuerst abklappern. Tränke habe ich mich schon wieder aufgefüllt. Bei Charon, alles gut. Oh, für den Staub gesaugt. Und deswegen alles noch so ein bisschen Staub in der Nase. So, dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass unsere Monsterjagden erfolgreich fortgesetzt werden. Der schwarze Mann, der ist auch noch so ein Thema. Vor dem habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, weil ich mit diesen humanoiden Bossen nicht so gut klarkomme. Ich packe sie dann trotzdem gerade so. Ich heile die dann tot, sage ich immer. Wenn ein Gegner mir so viel Damage macht und auch sehr oft sehr viel Damage macht, dass ich meine komplette Heilung verprassen muss, ich ihn aber trotzdem besiege, dann bedeutet das für mich, dass ich ihn tot geheilt habe. Oh, guck mal hier. Das Panther. Auch nicht schlecht. Seltener Besuch. Naja, aber mit dem befassen wir uns jetzt nicht. Wir haben Wichtiges zu tun. Dosnov-Terrassen. Okay, am Sichel. Kann jetzt hier schon direkt losgehen, ne? Nicht umzingeln lassen. Der Chocobo. Katzensack. Klappern wir mal kurz diese Freifläche hier ab. Da ist er. So auffällig wie ein Papagei am Nordpol. Na, mein Kleiner? Willst du dir einen Arschtritt abholen?
Paradiesischer Meteor. Ich unterschätze den ein bisschen. Ich glaube, der haut uns böse in die Pfanne jetzt. Komm her. Das ist ja ein ausgefallenes Gefieder. Sieht saugeil aus. Okay, dann müssen wir drüber jumpen. Cooler Gegner auf jeden Fall. Ich hau dich in den Staub, mein Freund. Auch wenn du noch so süß bist. Ich dachte eigentlich, ich kann noch rechtzeitig drüber jumpen. So, gib erstmal ein Kamehameha. Ich grille dich am Spieß. Der lässt sich gar nicht in so eine Haltungsproblematik reinballern. Ne? Der hat gar keine Haltungsleiste. Den können wir gar nicht brechen, leider. Macht jetzt 4 von den Dingern. 5. Er macht noch sehr viel mehr davon. Shit! Ist klar, Leute. Ein Scheißgegner ist das. Guckt's euch an. Alles klar, jetzt reicht's mir. Guck mal, er hört gar nicht mehr auf, ne? Ist ja auch mies. Der macht jetzt die ganze Zeit den Quatsch hier, oder was? Ich halte die ganze Zeit den Quatsch. Oh, das war's. Für ein S-Monster nicht so schwer. Für ein A-Monster, Entschuldigung. Aber der hat am Ende sehr genervt, ne? Der hat ja nur noch das gleiche gespammt. Meteorfeder, genau das Ding brauchen wir. Da vielfarbige Chocobos selten sind, könnte man dasselbe von ihren Federn denken. Allerdings findet man sie auf fast jedem Markt von Dalimil bis Nordstadt. Doch entgegen der Behauptungen der Händler, die sie feil bieten, handelt es sich bei den angebotenen Waren meist um die Federn von Rotkehlchen oder sogar von gewöhnlichen Zwerg-Chocobos. Interessant. Armes Ding. Aber ich hatte keine Ja, Frage. Da hat der Clive auch durchaus Empathie übrig für den Vogel, ne? Finde ich auch cool. Gut so. Dass sie an sowas gedacht haben, ne? Dass dem das leid tut. Und wie schön bunt der ist. Oh, das ist schon ein Jammer. Pfleg, Ambrosia. Flieg und Sieg. So. Dann Tabor. Wir haben 2 Supertränke verblasen und 3 normale Heiltränke. Machen Schnellreise und decken uns dort nochmal beim Händler ein. Tja. Jetzt müssen wir die Tabor-Umgebung ein bisschen absuchen. Ich glaube, so schnell werden wir den nicht finden. Tja. Bobby. Der herrenlose Sträumer. Herrenlose Sträumer. Streunler. Komm,
Sieh dich Warum ruhig ist um. Der nicht freigeschaltet? Eine gute Wahl. Weil wir sind ja mit der Story so gut wie fertig, weißt du? Eine gute Wahl. Und bald. Also wir sind bei 95% Story-Fortschritt. Wie viel muss man denn noch machen, damit man den herrenlosen Streuner freischaltet? Das ist die Frage, ne? Rümerso, Steppe, Tabor, Güldener Pfad. Lass uns mal hier gucken. Ja. Das ist doch eine schöne, abgeschiedene Kampfarena. Könnt ihr mir vorstellen, dass dort ein mieser Goblin-Anführer auf uns warten könnte? Und los. Oder stand nicht sogar Güldener Pfad auf der Jagdliste drauf? In der Wegbeschreibung hieß es Tabor und als Ortsangabe war, glaube ich, sogar Güldener Pfad. Aber ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich hab's schon wieder vergessen, was da drauf stand. Oder die Burschen hier sind das Rudel, was wir suchen. Ja, Leute. Ab nach Hause. Das sind die bösen Boys hier. Okay, guckt sie euch an. Here we go. Boah. Habt ihr mal in den Spiegel geguckt, Jungs und Mädels? Beißen ganz schön kräftig zu, muss ich gestehen. Massenvernichtung. Gucken, wie euch das schmeckt. Keine Gegner für mich. Nope. Letzte. Ja, Rang 10, ne? Sollte man nicht unterschätzen. Aber ich habe sie unterschätzt und, nee, eigentlich habe ich sie genau richtig eingeschätzt. Reißzahn, blutige Haut. Das waren aber keine sonderbar tollen Materialien für Ausrüstung, leider. Die hätten sich nicht mit dem Leitwolf anlegen sollen. Bereit. So, okay, das war doch auch sehr gut. Schon wieder zwei Einträge abgehakt von der Jagdliste. Sehr, sehr gut. Ab zurück ins Versteck. Was gibt es noch zu holen? Tja, Atlas, Pandemonium, Schrecken, Swarok, Streuner. 5 Stück. Streuner fehlt. Und wir wissen nicht, wie wir an den rankommen. Wird vielleicht freigeschaltet, wenn wir mehr Jagdaufträge erledigen. Kann auch sein, ne? Könnten wir auch ausprobieren, dass wir einfach erstmal weitermachen mit den Jagdaufträgen. Und darüber irgendwann den Big Bad dann freischalten. Ist alles abgehakt.
Der fehlt noch. Könnten wir nach Sanbreck Richtung Kielbrück. Den haben wir nicht gefunden. Südlich Tabor, okay. Und der? Ach, Eisklar, Valut, alles klar. Ja, ich verwechsel die auch sehr, sehr, sehr schnell, die ganzen Boys and Girls hier. Sanbreck. Sanbreck und Valut sind jetzt unsere nächsten Ziele. Der Blutmond. Der macht mich schon an, irgendwie, von der Story her. Echos. Lasst uns mal nach Eisklar. Nee, das war falsch. Ach so, zoomt mal raus, ja. Gehen wir mal nach Eisklar. Vielleicht ist der Goblin auch der Streuner. Aber es wird ja explizit von S-Monstern gesprochen. Es kann auch sein, dass wir Nebenaufträge erledigen müssen, um mehr Monster freizuschalten. Das fände ich aber Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Weil man weiß ja gar nicht, welche. Und es gibt so viele. Ich habe so viele noch freigeschaltet. Und ich fände es echt ein bisschen schade, wenn wir jetzt deshalb noch ewig mit Nebenquests uns beschäftigen müssen, wenn wir diese S-Monster abschließen wollen. Wie fändet ihr das? Würdet ihr das extrem nervig finden? Einerseits natürlich immer interessant, das alles noch zu sehen. Aber ich wollte das Let's Play jetzt nicht 100 Folgen lang machen. Und das wird darauf hinauslaufen, wenn wir das so machen. Guck mal, wir können mal hier hinreiten noch. Weil da ist ein Gebiet, was wir noch nicht kennen. Und mit ein bisschen Glück finden wir dort diesen Goblin. Hier hieß es ja jetzt wirklich nur Eisklar und Valut. Keine Himmelsrichtungsangabe, nichts. Das fühlt sich so gut an. So 20 Meter weit zu fliegen mit dem Kerl. Sorry, mit der Dame. Ambrosia ist ein Mädchen. Naja, ein Mädchen. Eine Lady. Ist auch nicht mehr die Jüngste. So. Ja, gucken wir doch mal. Da ist ein gesperrter Bereich. Das haben wir alles schon untersucht, ne? Wobei ich nicht ganz sicher bin bei dieser Tür hier. Clive und Josh, haben die nicht hier auch so eine Ruine betreten im Rahmen der Hauptgeschichte? Lauf wieder, Wind. War das die? Hier schimmert's blau. Mhm. Guck mal, Ambrosia kann diesen blauen Schimmer perfekt abhaben, ne? Das ist aber jetzt auch unlogischer Quatsch, meiner Meinung nach. Warum wird Ambrosia nicht akasisch? Von diesem Einfluss hier. Oh oh. Agni. Ups, aus Versehen ein anderes Monster entdeckt. Okay. Ich erinnere mich an diese Art von Monster. Wer kommt denn da? Der scheint Besuch ja nicht besonders zu mögen. Dass die sehr ätzend kämpfen. Ja, ja. Ja, das war aber ein schöner Damage. Ja, der ist vorne empfindlicher. Ja?
Nee, das war ganz falsch. In die Fräse. Ja, lame. Lame mich tot, Junge. Ich glaube tatsächlich, es ist besser, diesen Gigaflare nicht im erwachten Modus zu aktivieren. Ich glaube, man spart sich da einfach ein bisschen... ein bisschen Potenzial, indem man die nacheinander abfeuert. Jetzt dreimal, oder was? Aber gut. Autsch. Wir haben den sowas von im Griff, Leute. Ja, läuft auch ganz gut im Moment. Ich krieg auch die ganzen Abfolgen hier ganz gut hin. Es funktioniert alles, was ich vorhabe. Das war's. Eine halbe Stunde laufen wir schon. Saugeil. Wieder drei auf einen Streich. Steinzunge, das Ding brauchen wir. Selbst wenn man es schafft, die Reihen von diamantharten, gezackten Zähnen im Kiefer einer Flammenechse zu überleben, würde die Freude darüber nur kurz währen, denn die granitharte Zunge weiter unten im Schlund bedeutet zweifellos den sicheren Tod. Ja.
Okay. Ich wurde schon netter begrüßt. Agni, auch ein feines Monster. Ist nicht mehr. Okay. Gehen wir nochmal in die Region hier weiter unten, die wir noch nicht kennen. Ich bezweifle, dass wir dort unten den Goblin finden. Ich denke, so nah beieinander werden zwei starke Bossmonster nicht zu finden sein. Durchaus aber andere feine Sachen. Das ist so eine Spezial-Lootkiste. Da ist irgendein toller Anhänger drin. Adamantit-Panzerhandschuhe. Okay, jetzt bin ich gehuckt. Bei den Armreif, ne? Sonnenarmreif? Nee. Dann ist es ein Schmuck. Ja. Erhöht die maximalen LP um 500. Okay, das ist nice. Ja, das ist ein Heiltrank, ne? Kann aber cool sein. Kann schon ganz cool sein. Ich nehme das mal rein. So, jetzt haben wir 3300 Leben. Ich habe jetzt dafür den Magie-Damage wieder ein bisschen runtergeschraubt. Das ist im Grunde genommen eine Milchmädchenrechnung, ne? Man hält ein bisschen länger durch, weil man mehr Leben hat. Dafür macht man weniger Schaden, dafür dauert der Kampf auch länger. Oder, nee, nix oder. So ist die Milchmädchenrechnung. Andersrum ist es halt, wenn ich weniger Leben habe, dafür mehr Schaden mache, ist der Kampf auch schneller vorbei. Wenn ich Magie einsetze natürlich nur. Was ich ja auch tue. Deswegen war der Magie-Willenskraft-Schaden-Zusatz schon ganz cool eigentlich. Wir gucken mal, wie sich's entwickelt. Ach, hier verlässt man die Weltkarte. Okay, am Rande des Himmels. Ne, am Ende des Himmels. So rum. Okay. Ja, das Monster, was wir suchen, wird es dann wohl eher nicht in diese Richtung zu finden geben, sondern hier haben wir ja den Agni angegriffen, dass er dann halt entweder hier oder hier zu finden ist. Oder in Eistla direkt. Kann auch sein, da steht ja nur Eistla. Es kann sein, dass das Monster in der Stadt wartet. Ist schon durchaus möglich. Hat's schon gegeben. Hat es? Weiß es nicht genau. Wo könnte er denn sein? Vielleicht hier auf dem Hof? Da die Treppen hoch. Wir gucken mal. Und da steht Eistla. Ist vielleicht wirklich nur die Stadt gemeint. Da ist er. Ich hatte ja sowas von recht, Leute. Gobermarch. Komischer Name. Komisches Vieh. Here we go. Goblin in Asche. Wie ist er übers Wasser gelangt? Der hält viel aus. In der Luft, ne? Irgendwie. Fels und Stein. Oh, voll daneben gehauen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Jetzt gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg, weil er macht komische Sachen. Ich mache aber auch komische Sachen. Einstecken kann.
okay, was der austeilen kann. Wenn er mal loslegt, ist er gefährlich. Naja. Das Problem ist auch, dass der nicht gegen so viel empfindlich ist. Der hat keine kritischen Elemente oder so. Nee, hat er nicht. Der ist gegen nichts empfindlich. Zumindest jetzt von den dreien hier nicht. Ja, das ist gefährlich. Doch, ich stufe den durchaus als anspruchsvolleren Gegner ein. Man sieht ihn auch nicht so gut, weil er so winzig ist. Und Gegner, die man nicht sieht, sind gefährlich. Weil man kann sich nicht auf ihre Angriffe einstellen. Und wenn die Angriffe dann auch noch reinhauen, die Sau. Ungefähr zwei. Ich habe einen Trophy freigeschaltet. 100 MFPS. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber Gobbermouch ist tot. Yeah. Vier auf einen Streich. Primitives Jagdhorn. Das Ding brauchen wir auch. Da sich die Kommunikation der Goblins auf eine Kakophonie aus kehligem Grunzen und röchelnden Krächzen zu beschränken scheint, verwenden die Wildstämme oft geschnitzte Hörner wie dieses, um Nachrichten zu übermitteln oder Befehle zu erteilen. Deine Reise endet hier. Sehr, sehr hübsch. Ja, da war der Tipp Eistler halt genau richtig. Es war wirklich in der Siedlung. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache als Thumbnail einfach wieder so eine kleine Collage von den vier Monstern, die wir besiegt haben. Ich werde es wahrscheinlich heute bei diesen vier Monstern belassen. Einfach, weil es ein runder Abschluss ist. Wir gehen zurück ins Versteck, verschaffen uns da nochmal einen Überblick über das aktuelle Jagdbrett, sind aber, glaube ich, jetzt schon mal am Ende dieser Folge angekommen. Ja, was sagt ihr so zu diesen A- und S-Monstern? Also ich finde, spätestens ab den A-Monstern wird es schon richtig spannend. Aber ihr seht, man muss ein bisschen Übung mit Clives Kampfsystem haben, dann sind die alle gar kein Problem, also auch im Action-Modus. Ich will nicht wissen, wie einfach das Spiel im Story-Modus, also im Story-Fokus sich spielt. Da soll man ja für einen Tastendruck eine ganze Combo schon abfeuern können. Ich habe es nie ausprobiert. Aber ich muss sagen, wenn man sich hier mal so ein bisschen reingefuchst hat ins Kampfsystem, dann ist das kein Hexenwerk. Selbst der hier war machbar. Wo ist er denn? Der hier. Der war 15 Stufen über mir. Und da habe ich trotzdem First Try geschafft. Wir haben noch drei Monster-Aufträge offen. Dann ist alles abgehakt. Die machen wir das nächste Mal. Der Schwarze Mann, Bigul und den Blutmond. Und dann sehen wir mal, wie wir an den herrenlosen Streuner rankommen. Das wissen wir alle noch nicht. Das weiß vielleicht schon der liebe Bobby. Aber spoiler uns bitte nicht. Du kannst höchstens Tipps geben. Ne, du weißt es ja. Du kannst es ja auch sehr gut. Du bist ja da sehr, sehr gut drin. Wie du möchtest. Du kannst gerne einen leichten Tipp geben, um mir einen kleinen Hinweis zu geben, in welche Richtung ich denken muss. Muss ich die Story weiterspielen oder muss ich die drei Jagdaufträge hier machen? Und dann wird er freigeschaltet. Weiß ich ja alles nicht. Sowas kannst du mir gerne schreiben. Okay? Ich danke euch fürs Zuschauen.
Hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht und ich hoffe euch auch. Abonniert doch mal meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Aktiviert auch am besten gleich die Glocke dazu, dann verpasst ihr die nächsten Let's Play-Folgen auch nicht. Und lasst ein Like da unter dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!